Vier Flaggen. Rund um die Insel. Sieht gar nicht schlecht aus. Hi, Yoshi war wieder hier. Ja, heute ohne Aufnahmemarathon, aber schon mal für die mit dem Anfang von Welt 5. Mach hier ein paar Tage fertig und dann mach ich glaube ich auch das Spiel direkt fertig. Klingt das schön hier. Ich bin mal gespannt, was mich erwartet. Steigen wir direkt ein. Und ich sehe Rakitu. Aber die kann ich ja kaputt stampfen. So. Feuer und Eis. Es schneit. Es schneit. Das ist ein bösartiges Lucky. Ich glaube, dass ich dieses Level nicht mag, muss jetzt nicht besonders erwähnt werden. Yoshi. Okay, okay. Das ist, Aber Mario, hast du sie noch alle? Mit dicker Sicherheit. Okay. Bleiben wir hier auch erstmal einen Moment. Puh, das hat mich verwirrt. Aber jetzt scheint es ja ruhig zu sein. Verdammt, Nase, juckt. Warum Yoshi jetzt dann nach rechts geschwebt hat. Oh nein, ich muss da nochmal durch. Aber jetzt weiß ich ja, was mich erwartet. Warum habe ich eigentlich nicht gerade versucht, den zu eiern? Rakitu, ich bin noch nicht fertig. Besser! Jetzt habe ich da wenigstens meine Ruhe. Auf dich gibt's. Du kommst dann heute wieder. Okay. Trotzdem. Das ist machbar, wenn man einmal raus hat, dass man den auch so erledigen kann. Warum ich ausgerechnet jetzt einen allergischen Anfall kriege, ist natürlich auch so eine Frage. So. Ja, gib. Sag mal, habt ihr sie noch alle? Ich hab den mehrmals berührt, oder? Oh Leute, oh Leute, oh Leute. Thank you.
So. Okay. Ruhig bleiben. Weitermachen. Wolken. Jetzt fängt Yoshi an, auf Wolken zu laufen. Ach ja. Jetzt fragen sich bestimmt schon einige, wenn du gar keinen Aufnahmemarathon machen willst, warum sitzt du hier eigentlich? Sache ist die, ich habe ein paar Minuten Zeit und ich habe heute sowas Lustiges erlebt. Ja, ich habe ein spezielles Mii getroffen auf meinem 3DS. Iwata! Und falls ihr euch alle schon mal gefragt habt, was Iwata so momentan macht. Also laut seinem Mii spielt er Luigi's Mansion 2. Doch, das könnte euch interessieren. Also, wie gesagt, ich spiele es eine Runde. Und wie gesagt, ich hatte ein paar Minuten Zeit. Eine Tür. Okay, nehmen wir die Tür. Ich hatte echt noch nie ein spezielles Mii. Das fand ich so lustig. Ich habe gedacht, spiel es eine Runde, erzähl es den Leuten davon. Ich so? Oh, das ist ein Geräusch, dass Yoshis Füße auf dem Eis verursachen. Klingt nicht gesund, klingt nicht gesund. Ich mag das nicht, wenn es mehrere Wege gibt in so einem Spiel. Der Weg zum Sternenring auch mal eine interessante Idee, den so zu verstecken. Wow, wow, runterfallende Eishaufen. Teilweise muss ich sie runterfallen lassen. Oh, jetzt wird's spannend. Warum ich diese Pinguine nicht zu Eiern machen kann, muss mir auch noch wer erklären. Das war knapp. Jetzt fangen die Eissaffen schon die Gegner für mich zu. Sie. Yoshi, du guckst in die falsche Richtung. Yoshi? Ich mag das Eis nicht. Ich mag das Eis ganz und gar nicht, also sollten wir hier raus. Zurück zum Feuer. Ja, zurück zum Feuer. Ich möchte zurück dahin, wo der Fiedel wahrscheinlich ist. Okay.
Letztes Mal hat das funktioniert. Hm, danke, netter. Oh, Akito, du lässt sich doch bestimmt drüber reden. Dann hätte ich letztes Mal schon gewusst, dass ich das Viech auffressen kann. Okay. Timing und so, ne? Probieren wir unser Schlimmstes und so. So, Akito. Flieg mal hier rüber. Schau, Akito. Zu wenig Eier, um Sachen zu aktivieren. Ah, der Fluch. Der Fluch des Yoshi-Spielers. Akito ist aus der Luft. Hey, das war's schon. Interessant. Was heißt schon? Mit zwei verlorenen Leben soll ich nicht so großspurig daherreden. Ja, das war gar nicht verkehrt. Für den Anfang. Ja, und, Leute, ich breche das hier jetzt gerade mal kurz ab. Die Allergie hat mich gerade, also dementsprechend, sehen wir uns dann wieder, wenn ich weiter aufnehme. Mal sehen, ob das eine nächste Folge oder jetzt wird. Man sieht sich zumindest dann. Also, ciao!